Sein Name war Geralt von Riva. Er war ein Hexer, ein professioneller Ungeheuertöter. Er bekam einen ungewöhnlichen Auftrag, einen Fluch zu brechen, der auf einer Königstochter lag. Dazu musste er nur die Nacht mit ihr verbringen, von der Abenddämmerung bis zum Morgengrauen. Wäre sie nur keine tödliche Bestie gewesen, keine Striege. Der für den Fluch verantwortliche Verräter diente als Köder.
Obwohl er schwer verwundet war, brach der Hexer den Fluch und wurde berühmt. Die Welt veränderte sich, als der große Krieg kam. Das Zeitalter von Schwert und Axt. Das Zeitalter der Verachtung. Geralt von Riva verschwand und geriet fast in Vergessenheit. Doch das ist eine andere Geschichte. Einen wunderschönen guten Tag. Morgen, Mittag, Abend, Nacht, was auch immer es gerade ist, wenn ihr hier das seht. Willkommen zu einem neuen Let's Play The Witcher. Ich habe meine Testphase mit dem Laptop jetzt beendet. Und wir haben es jetzt Ende Mai. Ich muss dazu jetzt erstmal sagen, es gab lange Zeit überhaupt keine Möglichkeit für mich aufzunehmen. Das waren der gesamte Januar und Februar. Da konnte ich überhaupt keine Let's Plays aufnehmen oder es nicht mal versuchen. Weil mir teilweise technische Möglichkeiten gefehlt haben und weil mir teilweise die Möglichkeiten zum, ich sag's mal, Bearbeiten gefehlt haben. Das ist eigentlich in den ganzen Vlogs schon erklärt. Mittlerweile habe ich das Ganze aber hingekriegt einigermaßen. Problem ist nur, ich kann Morgentag ein Chicken fortsetzen. Morgenschläg zurück kann ich theoretisch fortsetzen, wenn ihr das sehen wollt. Allerdings habe ich da festgestellt, der ganze Speicherstand von früher ist weg. Das ist lokal abgesichert. Die zweite Möglichkeit wäre, dass ich im Anno 2205 fortsetze, was mit dem Laptop hier nicht mal auf minimalen Einstellungen möglich wäre. Abgesehen davon habe ich festgestellt, weil ich privat noch gespielt habe, wir haben eigentlich alles gesehen, bis auf die ganzen Bonus-Dinger. Da ist jetzt meine Frage, soll ich das überhaupt noch fortsetzen? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, das werde ich aber auch nochmal in einer extra Umfrage oder einem extra Update machen. Und das war's auch mit den aktiven Projekten. Meine Projekte, die jetzt kommen werden, auf die ich A, selbst ihre Bock habe und B, die mich halt wirklich so reizen würden, sind einerseits The Witcher und andererseits World of Warcraft. Jetzt wird sich der eine oder andere denken, warum World of Warcraft und nicht Hearthstone? Weil ich momentan irre viel World of Warcraft spiele, da zwei Charaktere hochgezogen habe auf ziemlich gutes Gear. Allerdings Hearthstone... Ich spiele es gerne. Ich spiele es richtig gerne. Aber ich habe ehrlich gesagt wenig Bock darüber, Videos zu produzieren. Wenn ihr andere Spiele sehen wollt, die so meinen Laptop jetzt nicht überfordern würden, könnt ihr gerne das in die Kommentare schreiben. Es wird jetzt auch etwas anders ablaufen. Also mit Optionen einstellen daneben. Ich werde keine 90 Minuten Aufnahmen mehr machen. Sondern ich werde... Das sollte eigentlich auch alles gut sein. Genau, das ist praktisch aus. Sondern ich werde beliebig lang aufnehmen. Wenn ich jetzt mal 50 Minuten mache, nur das sind es halt nur 50 Minuten. Die Parts werden dann entweder... Ja, bei 50 Minuten.
zweimal 20 Minuten und die anderen 10 hebe ich mir bei der nächsten Aufnahme auf und klatsche die da dazu. Oder ich mache wirklich dreimal 15 und hebe 5 Minuten auf. Das sehe ich mir dann immer situationsbedingt an. Ding ist nämlich folgendes: Ich habe keinen Bock, mir jedes Mal genau nach 90 Minuten auf die Aus-Taste zu drücken. Das war am Anfang gut, um Routine zu bekommen. Mittlerweile habe ich aber gemerkt, oftmals ist nach 90 Minuten nicht Schluss. Ich habe dann erst wirklich den Flow ins Spiel zurückgefunden. Gerade bei Anno ist es halt so. Da wären oftmals 4 Stunden Aufnahmen weit besser gewesen. Andererseits ist es auch so, dass ich manchmal nicht mal die 90 Minuten Bock habe und schon nach 60 beenden möchte. Und das will ich mir einfach nicht mehr wegnehmen. Deswegen nicht mehr diese 6 Folgen Fixgetue und vielleicht etwas variablere Thumbnails, sage ich jetzt mal, dass ich wirklich vielleicht anfange, für jede Folge jetzt extra zu machen und dafür nicht jeden Tag 2 Folgen, sondern nur alle 2 Tage eine Folge oder so. Aber das steht alles noch in den Sternen und ich versuche auch weniger durch den Mund zu atmen, weil mit dem Mikrofon verzeiht mir die scheiß Quali, aber ich habe kein Studiomikro hier. Ich kann es mir im Moment auch nicht leisten, das irgendwie zu organisieren. Dementsprechend, lange Rede, gar keinen Sinn und wir fangen jetzt an. Ja, wir spielen natürlich das Hauptspiel Witcher. Ich habe die Deluxe Edition auf Steam damals gekauft, aber wir spielen jetzt erstmal das klassische Witcher. Selbstredend. Puh. Ich würde mal sagen, Metal. Ich bin ein ganz okayer Rollenspieler und schwer. Wir müssen uns nicht blamieren. Nur mit Maus? Boah. Da graust mir so schon. Außenbereich von Kaer Morhen. Okay. Es läuft erstaunlich flüssig. Leckten die nördlichen Königreiche nach dem Krieg ihre Wunden. Seuchen und Hungersnöte wüteten und unzählige fielen ihnen zum Opfer. Einige wenige überlebende Elfen- und Zwergeneinheiten suchten Zuflucht in den Wäldern, wo sie sich zum letzten verzweifelten Kampf rüsteten. Abscheuliche Bestien beherrschten die Wälder, Straßen und einstigen Schlachtfelder. In Dörfern und Ortschaften fragten sich die Menschen, was mit den Hexern geschehen war. Die blauen Berge im Norden von Kettwin. Das Jahr 1270. 5 Jahre nach dem Großen Krieg. Sprechen wir es also doch Kettwin aus. Es ist nie gut, wenn sich dunkle Gestalten über einen beugen. Okay, vielleicht war es in diesem Fall doch nicht so schlecht. Es ist alles in Ordnung. Ich weiß nicht, wo ihr gewesen seid, aber entscheidend ist, dass ihr lebt und unter Freunden seid. Ihr seht allerdings aus, als wärt ihr gerade dem Grab entstiegen. Ich nehme mal an, dass das dem Intro geschuldet ist. Ja, sind wir auch. Wir können uns später darüber unterhalten. Wir nähern uns Kaer Morhen. Wenn es gerade bei euch ruckelt, tut mir das sehr leid. Ich sehe gerade, dass da irgendwas nicht stimmt. Ich habe angeblich 70 FPS und das sieht total cool aus, aber es zeigt mir an, dass es nur 13 FPS aufnimmt.
Und dass die Grafikkarte überlastet ist. Ich hab das gerade getestet, was soll das? Schau doch nicht so finster. Jetzt geht's wieder. Wir sind da. Leo, holt Triss. Vielleicht sollten wir die Einstellungen doch noch etwas runterschrauben. Wer mag denn diese Triss sein? Sind gezählt, Hexer. Genießt die Zeit, die euch noch bleibt. Oh oh. Nein, ihr habt die Parade vergessen. Ich sage es nochmal, auf eine Drehung folgt immer eine Kreuzparade. Immer. Ach, die kennen wir doch woher. Kaum 2 Tage ist es her, seit sie euch gefunden haben. Ich verdanke euch meine Genesung. Danke, Triss. Erinnert ihr euch an was? An kaum etwas. Da unten. Ich kenne die Bewegung. Drehung, Parade, Schlag. Entweder war es gerade ein Grafikbug oder. Ich weiß, ihr wart wichtig für mich. Geralt, wir. Der springt weit mehr rum, als es sollte. 8 FPS. Ich glaube, ich nehme das nochmal neu auf. Ich muss nachdenken. Die Zeit vergeht langsam in Kaer Morhen. Geschafft! Nicht schlecht. Ruht euch aus. Was denkt ihr, Geralt? Ist er bereit für den Pfad? Wartet auf die anderen. Er ist allein. Der Professor gibt uns 50 Orens für jede getötete Missgeburt. Er gehört nie. Jetzt ruckelt es bei mir auch, ja. Ich nehme das neu auf. Wesemir, wir haben Gesellschaft. Ich schließe das Tor. Geralt, nehmt euch ein Schwert von den Trainingspuppen. Gott, ist das verrostet. Okay, 2 Dinge. Mausempfindlichkeit runter. 2. Sache. Grafikeinstellungen. Jetzt sagt er plötzlich wieder, es ist alles gut. Es ist so... Was? Ach, da sind wir zu Hause. Das wird wahrscheinlich das meiste kosten.